Hi, super, dass du eingeschaltet hast. Du interessierst dich also auch für das Thema Photovoltaik? Ich bin Robin und zusammen checken wir heute eine der wichtigsten Fragen, wenn es um die Anschaffung einer Solaranlage geht. Photovoltaik kaufen oder mieten? Für wen lohnt sich was? In Zeiten von steigenden Energiepreisen streben immer mehr Menschen danach, autonom zu leben, also Selbstversorger zu sein. Ist doch verständlich, oder? Mit einer Photovoltaikanlage ist das in Sachen Strom auf jeden Fall möglich. Heute wird eine Solaranlage allerdings weniger als Renditemodell betrachtet, um Einnahmen mit überschüssigem Strom über die sogenannte Einspeisevergütung zu generieren. Die Vergütung liegt derzeit bei etwa 8 Cent. Aktuell geht es eher darum, Energie für den Eigenbedarf herzustellen, also für den eigenen Haushalt und gegebenenfalls für die Elektromobilität. Ehrlich gesagt, ich persönlich finde es gigantisch, was mit der heutigen Technologie möglich ist. Durch die kostenfreie Leistung der Sonne können wir Strom quasi zum Nulltarif selbst erzeugen. Aber natürlich ist die ganze Technik jetzt nicht kostenlos und dennoch, Solarmodule auf dem Dach, die rechnen sich. Wusstest du übrigens, dass man eine Solaranlage nicht nur kaufen, sondern eben auch mieten kann? Schauen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten gleich genauer an. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, noch kurz ein paar wichtige Infos aus der Politik zum Thema. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sieht vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sinnvoll, auch die Stromerzeugung durch Photovoltaik auszubauen. Und so fordert etwa der Bundesverband Solarwirtschaft, die PV-Leistung bis 2030 auf mindestens 200 Gigawatt zu erhöhen. Um dieses doch ambitionierte Ziel zu erreichen, ist nicht nur die Politik, sondern auch jeder Einzelne gefragt. Also auch du. Mit einer Photovoltaikanlage auf deinem Dach leistest du einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Aber diese Erkenntnis ist für dich sicher nichts Neues. Fangen wir an der Basis an. Welche Voraussetzungen braucht man für die Installation einer Solaranlage? Voraussetzung 1: Ein Eigenheim. Als Besitzerin oder Besitzer eines Hauses kannst du selbst entscheiden, eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach zu installieren. Bei einer Eigentumswohnung müsste das mit den weiteren Eigentümern des Hauses abgesprochen werden. Solltest du in einem Haus zur Miete wohnen, müsstest du selbstverständlich das Einverständnis der Eigentümer einholen. Voraussetzung 2. Eine Info über die benötigte Strommenge. Im Vorfeld solltest du dir überlegen, wie viel Strom du eigentlich benötigst, um deinen eigenen Haushalt zu versorgen. Das ist wichtig, damit du die Größe der Solaranlage bestimmen kannst. Ein Blick auf die Jahresabrechnung deines Stromanbieters sorgt in dieser Hinsicht für Klarheit. Voraussetzung 3. Ausreichend Platz auf dem Dach und oder auf deinem Carport. Je mehr Kilowattstunden für den Haushalt generiert werden sollen, desto größer muss natürlich auch die Anlage geplant werden. Und die Größe der Anlage bestimmt dann die Menge der Solarmodule. Ach ja, diese zwei Zeichen tauchen immer wieder im Zusammenhang mit Photovoltaik auf. KWP und WP. Vielleicht hast du das schon mal gelesen oder gehört. Das hier, Kilowatt Peak, also kurz KWP, kennzeichnet die Spitzenleistung einer Anlage unter Standardbedingungen. Im Grunde definiert diese Einheit damit die Größe der Anlage und eben dann die Menge der verbauten Solarmodule. Watt Peak ist wiederum die Nennleistung einzelner Solarmodule. Die heutigen Gäste. Bevor wir auf die Vorteile und Nachteile von Mieten und Kaufen schauen, möchte ich dir kurz zwei Gäste vorstellen. Anhand ihrer Geschichte versuche ich später eine Empfehlung zu geben, welches Modell für wen in Frage kommen könnte. Also, Katharina ist 40 Jahre alt und verheiratet. Sie wohnt mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern in einem Eigenheim. Das nächste Familienauto soll natürlich ein E-Auto werden. Das Ehepaar denkt darüber nach, eine Photovoltaikanlage zu installieren, um nachhaltig und günstig Strom zu generieren. Ein Carport mit Wallbox ist bereits in Planung. Unser zweiter Gast ist Georg. Er ist 32 Jahre alt und hat sein Jurastudium abgeschlossen. Mit seiner Freundin lebt er in einer Eigentumswohnung. Das Paar ist schon vor einem Jahr auf Elektromobilität umgestiegen. Sie fahren ein kleines, wendiges E-Auto und haben einen E-Roller. Das nächste Projekt soll eine Photovoltaikanlage sein, aber der Kredit für die Eigentumswohnung belastet das junge Paar schon sehr. Los geht's! Checken wir Anschaffungsmodell 1. Solaranlage mieten. Was sind die Vorteile und Nachteile? Fangen wir doch mit den Vorteilen an, warum es sich richtig lohnen könnte, eine Anlage zu mieten. Fakt 1.
Anschaffungs-, Installations- und Wartungskosten entfallen. Fakt 2. Rund um Service des Anbieters. Von der Installation über Wartungen bis hin zur Sicherung des störungsfreien Betriebs. Fakt 3. Du hast natürlich Planungssicherheit durch eine feste Monatspauschale. Eine Anlage mit 3,5 kW Peak-Leistung ist für 60 bis 120 Euro im Monat möglich. Fakt 4. Eine Übernahme oder der Abkauf der Anlage ist nach Vertragsende möglich, oft zu einem kleinen oder symbolischen Preis. Fakt 5. Die Versicherung ist auch oft inklusive. Ja, die Haftungsfrage wird im Vorfeld der Miete vertraglich genau festgehalten. In aller Regel ist es der Anbieter, der die Haftung übernimmt. Und das ist zum Beispiel auch beim Angebot der NBW und DZ4 der Fall, in dem der Versicherungsschutz gleich inklusive ist. Außerdem kannst du bei der Miete genauso wie wenn du die Anlage kaufst, den Strom einspeisen und erhältst dann eine Einspeisevergütung. Wer mit der Solaranlage Geld verdienen möchte, ist auf diese Einspeisevergütung angewiesen. Die Einspeisung von überschüssigem Strom wird nämlich bezahlt. Also für mich klingt das nach einem Rundum-Sorglos-Paket. Aber natürlich solltest du die Angebote und Verträge der ausgewählten Anbieter im Detail vergleichen und vor allem schauen, wie flexibel diese Verträge sind. Denn hier kommen die Nachteile. Die Bindung an Preis und Vertrag kann im Laufe der Vertragslaufzeit schlechtere Konditionen bedeuten, zumal die Laufzeit 20 Jahre betragen kann. Darüber hinaus ist die Solaranlage bis Vertragsende nicht im eigenen Besitz. Kommen wir zurück zu Katharina und Georg. Für wen könnte denn das Mietmodell eine Option sein? Vielleicht sogar für beide? Meine Empfehlung gebe ich später ab. Beim Thema Mieten gibt es übrigens noch zwei weitere Optionen, die für dich vielleicht interessant sind. Pachten oder leasen. Beim Pachten wird der Solarstrom nicht selbst genutzt, sondern gegen die Einspeisevergütung in das öffentliche Netz eingespeist. Der Pachtvertrag regelt die Höhe der Vergütung. Das lohnt sich vor allem dann, wenn du eine besonders große Fläche zur Verfügung hast, zum Beispiel ein großes Scheunendach. Aber Achtung, übersteigt der Eigengewinn einen bestimmten Freibetrag, fällt noch eine Gewerbesteuer an. Das Leasing einer Solaranlage funktioniert ähnlich wie die Miete. Allerdings sind die Nutzer bei diesem Modell oft selbst für Wartung, Instandhaltung und Reparaturen verantwortlich. Wenn eine dieser zwei alternativen Optionen für dich eher in Frage kommt als Mieten oder Kaufen, dann kannst du das Thema über die Links vertiefen. Die habe ich dir natürlich wieder in die Infobox gepackt. Kommen wir zum zweiten Anschaffungsmodell. Solaranlage kaufen. Was sind die Vor- und Nachteile? Starten wir wieder mit den Vorteilen, warum man eine Solaranlage besser kaufen statt mieten sollte. Fakt 1. Die Solaranlage geht durch den Kauf in den eigenen Besitz über. Könnte für jemanden von Bedeutung sein. Fakt 2. Keine Vertragsbindungen. Das spricht vor allem für absolute Flexibilität. Beim Kaufen einer Photovoltaikanlage ergibt sich also folgendes Bild. Ich plane mit einem Experten die Größe der Anlage, lasse diese dann installieren und dann gehört mir die gesamte Technik. Zudem bin ich nicht an Konditionen gebunden, die sich zu meinen Ungunsten entwickeln könnten und ich bin flexibel in meinen Entscheidungen. Aber wie sieht es jetzt mit den Nachteilen gegenüber dem Mieten aus? Wer eine Photovoltaikanlage kaufen möchte, muss ein hohes Anschaffungskapital aufbringen, nämlich zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Hinzu kommen dann noch Wartungskosten, Versicherungskosten und Kosten für Aufwände, um die Anlage störungsfrei am Laufen zu halten. Wenn ein Modul oder ein anderes Bauteil kaputt geht, dann bin ich als Besitzer natürlich selbst in der Verantwortung und dann auf Fachleute angewiesen, die gegen Rechnung jede einzelne Reparatur dann vornehmen. Und hier kommt meine Empfehlung. Jetzt kennen wir ja die Vorteile und Nachteile beim Mieten oder Kaufen einer Solaranlage. Wenn ich Katharina oder Georg jetzt eine Empfehlung geben müsste, dann würde ich spontan zu Folgendem tendieren. Katharina und ihre Familie sind angekommen. Das Haus ist fast abgezahlt. Die Anschaffung eines größeren Elektroautos ist sehr wahrscheinlich und ihre Lebensplanung wird sich vermutlich auf das neue Zuhause konzentrieren. Ihnen würde ich spontan empfehlen, eine Solaranlage zu kaufen. Dabei sollte diese ausreichend groß sein, denn tatsächlich werden die Anlagen im Verhältnis günstiger, je größer sie geplant und installiert werden. Mit zwei heranwachsenden Kindern wird sich der Bedarf an Energie nämlich im Laufe der Jahre schon erhöhen. Außerdem sollten Sie einen großen Stromspeicher einkalkulieren, um auch dann auf die gewonnene Energie zurückgreifen zu können, wenn die Sonne mal nicht scheint. Bei Georg und seiner Freundin ist die Entscheidung nicht ganz so eindeutig. Das Studentenpaar hat vermutlich jetzt nicht die super feste Lebensplanung wie Katharina und ihr Mann und finanziell sind sie aufgrund des noch offenen Kredits für die Eigentumswohnung weniger flexibel. Wahrscheinlich würde ich den beiden raten, eine Solaranlage zu mieten.
weil dadurch ja auch die Anschaffungs- und Installationskosten entfallen. Zudem sind Folgekosten nicht zu erwarten. Worauf Georg aber achten sollte, ist, den Mietvertrag trotz langer Laufzeiten so flexibel wie möglich zu gestalten. Das Thema Vertragslaufzeit und Kündigungsrecht solltest du auf jeden Fall im Blick haben, wenn du dich für das Modell Miete entscheiden solltest. Da Aufbau und Installation einer Solaranlage einen nicht geringen Aufwand bedeuten, beträgt die Vertragslaufzeit bei der Miete oftmals 10 bis 15, manchmal sogar 20 Jahre. Insofern ist es wichtig, sich im Vorfeld genau zu informieren, wie lange die Vertragslaufzeit ist und ob dir eventuell ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird. So oder so lohnt sich die Entscheidung auf jeden Fall, weil sich eine Solaranlage immer positiv auf die Stromrechnung auswirkt. Hier mein Fazit. Wer das nötige Kleingeld hat und bereit ist zu investieren, für den könnte der Kauf einer eigenen Photovoltaikanlage interessant sein. Immerhin ist diese dann Eigentum und erzielt tendenziell eine gute Rendite. Neben den hohen Investitionskosten sprechen aber Wartungs- und Versicherungskosten, der Aufwand und die Logistik eher gegen einen Kauf. Bei der Miete einer Photovoltaikanlage überwiegen dagegen eindeutig die Vorteile. Ohne Anschaffungs- und Installationskosten gehst du ein geringeres finanzielles Risiko ein. Viele Anbieter bieten ein Rundum-Sorglos-Paket an. Dann musst du dich nicht um die Wahl der richtigen Anlage, auch nicht um Installation, Wartung oder die Suche nach einer passenden Versicherung kümmern. Das übernimmt dann alles der Anbieter. Und dank fester monatlicher Zahlungen hast du eine hohe Planungssicherheit. Tatsächlich gibt es die Meinung, dass Mieten am Ende teurer sei, als eine Photovoltaikanlage direkt zu kaufen. Allerdings werden bei diesen Rechnungen eben nicht alle Faktoren und Kosten berücksichtigt, die für eine echte Gegenüberstellung fair und wichtig sind. Die Zinsen eines Kredits, die Wartungskosten, Pflegekosten und auch der Aufwand, die Anlage störungsfrei zu halten, sind Faktoren, die oft nicht mit eingerechnet werden. Wenn Miete für dich interessant ist, kannst du dich auch einfach mal persönlich beraten lassen. Und was meinst du? Würdest du eher kaufen oder eher mieten? Verrat es mir doch einfach in den Kommentaren unterhalb des Videos. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass ich dir das Thema näher bringen konnte. Ansonsten kannst du über die Links in der Infobox noch tiefer in die Themen eintauchen. Und wenn du jetzt Fragen, Anregungen oder sogar neue Themenvorschläge hast, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar. Lass uns gerne auch ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und abonniere den Kanal, drück das Glöckchen, weil dann verpasst du keine von diesen spannenden neuen Videos hier. Bis bald, tschüss. Die Solaranlage. Jetzt konzentriert euch mal bitte, ja? Also, ich bin direkt mal eingeschlafen. Da ist mir nichts mehr eingefallen.